Welcome to the podcast show by Kay Vandavani, The Total Connector, Total Bitcoin, Austrian Economics, the hardest and scarcest money ever created in human history, Bitcoin. Herzlich willkommen zu meiner Show, The Total Connector. Es geht um Total Bitcoin, totale Freiheit, totale Dezentralisierung. Es geht vor allem auch um Ethos und um das Ethos des Geldwesens. Und ich habe hier heute zwei spezielle Gäste, Dr. Markus Krall und Daniel Wingen. Ich brauche die beiden Herrschaften, denke ich, jetzt nicht für die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen, vor allem für die Deutschsprechenden, wo ich jetzt zum ersten Mal auch eine Panel-Diskussion jetzt mache für meinen Podcast, weil mein Podcast vorwiegend englischsprachige Interviews sind. Und da habe ich mir gedacht, es wäre jetzt endlich mal Zeit, auch in die Essenz dieser ganzen Problematik mit dem Geldwesen auch für deutschsprechende Bürger und Bürgerinnen näher zu bringen. Dr. Markus Krall, würden Sie sich mal kurz vorstellen und dann, Daniel, würde ich dich auch bitten und ich werde in der Zwischenzeit mal ein paar Informationen einblenden. Danke herzlich für eure Zeit. Ja, in aller Kürze, Markus Krall, promovierter Volkswirt, Unis Freiburg und Nagoya in Japan, bin seit etwa 30 Jahren in wechselnden Rollen in der Beratung und Finanzindustrie tätig, mit dem Schwerpunkt auf Risikomanagement und alles, was damit zusammenhängt. Ja, dann mache ich mal weiter. Daniel Wingen. Ich bin auch Volkswirt, allerdings nicht promoviert. Und ich organisiere die Value of Bitcoin Conference und bin auch Unternehmer im Bereich Bitcoin. Mhm. Vielen herzlichen Dank. In meinem Podcast geht es ausschließlich um Bitcoin und Austrian Economics. Und ich habe mir schon einige Interviews von Markus Krall angeschaut. Und bin wirklich total begeistert, sehr genossen. Ich habe mir ein Interview oder einen Vortrag von Ihnen angehört, der vor circa einem Monat stattgefunden hat, wo ich so überrascht war, wo Sie eigentlich schon die Massenentlassung in der Deutschen Bank mehr oder weniger vorausgesagt hatten. Ne? Aufgrund der verflochtenen Ursachen. Herr Krall, zunächst mal zu Ihnen. Würden Sie vielleicht unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal Ihre Position und Ihren Standpunkt, Ihre Perspektive, Ihr Verständnis auch von Bitcoin ein bisschen erläutern? Wie stehen Sie zu Bitcoin? Also ich bin bei Bitcoin hin und her gerissen, sozusagen zwei Herzenschlagen in meiner Brust. Ich bin einerseits fasziniert davon, dass mit der Einführung von Kryptowährungen, und da muss ich schon sagen, die Blockchain ist schon eine geniale Erfindung, was die Möglichkeiten angeht, die Möglichkeit eröffnet wird, dass wir endlich Währungswettbewerb bekommen. Das ist ja was der von mir sehr verehrte Professor von Hayek immer gepredigt hat, ist, dass nur der Währungswettbewerb sicherstellen kann, dass die Menschen eine ordentliche Währung bekommen, wie Wettbewerb überhaupt insgesamt und immer nützlich ist. Und den hatten wir ja im Prinzip beim Thema Währung nicht mehr seit Ende des 19. Jahrhunderts, als man die privaten Währungen abgeschafft und durch Zentralbanken unter Staats- und Politikkontrolle ersetzt hat. Die Kryptowährungen sind von ihrer Konstruktion her so, dass sie sich weitgehend der Kontrolle durch die Politik entziehen können. Zumindest sollte sie privat organisiert werden oder als Public Domain organisiert werden. Und das ist natürlich den Zentralbanken und der Politik ein Dorn im Auge, weil letzten Endes die Verstaatlichung des Geldes und die gleichzeitige Abschaffung des Goldstandards damals die Grundvoraussetzung dafür ist, dass man die Menschen berauben kann. Und da setze ich große Hoffnung rein. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob wir heute schon Kryptowährungen haben, von wenigen kleinen Startup-Ausnahmen abgesehen, die dann am Ende auch wirklich fliegen werden. Und zwar deswegen, weil die meisten Kryptowährungen einfach keine Assets hinten dran haben. Ich bin aber zutiefst der Überzeugung, dass eine Währung letzten Endes durch etwas gedeckt sein muss, was werthaltig ist. Und das muss mehr sein als nur der Nachweis von ausgeführter Rechenkraft. Ja, Daniel, bevor ich dich jetzt was frage, Sie haben vorhin den Herrn Friedrich Hayek erwähnt und ich finde das wirklich sehr bezeichnend. Das Buch von Safed Namous, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, der Bitcoin-Standard, da ist auf
in einem Kapitel ein Zitat von Friedrich Hayek aus dem Jahr 1984. Ich werde das einfach jetzt mal mit meinen freien Worten, also frei auf Deutsch übersetzen, weil das Interview damals 1984 auf Englisch stattgefunden hatte. Er sagte: Ich glaube nicht, dass wir jemals ein gutes Geld haben werden, solange wir es nicht aus den Händen der Regierung nehmen. Das bedeutet, wir können es nicht gewaltsam aus den Händen der Regierung nehmen. Alles, was wir tun können, ist durch eine Art Umgehung etwas einzuführen, was sie nicht stoppen können. Daniel, würdest du mir zustimmen oder auch Herr Kral, dass mit der Einführung jetzt von Bitcoin, das zum ersten Mal offen, Open Source ist, frei ist, zensurresistent, dezentralisiert, absolut limitiert mit einer Gesamtanzahl von 21 Millionen, ein Geld, das niemand, keine Entität, keine Institution, keine Intermediäre, keine Drittparteien jemals beeinflussen, manipulieren, kontrollieren könnten. Ist es nicht das, was sich vielleicht der Herr Hayek vorgestellt hätte? Soll ich mal anfangen? Bitte, Daniel. Ja. Also ich meine, wir wissen natürlich nicht genau, was er sich vorgestellt hat, als er es gesagt hat, aber ich würde jetzt mal vermuten, dass, wenn er noch leben würde, dass Bitcoin vermutlich seiner Vorstellung sehr nahe kommen würde, weil es ja doch die Eigenschaften mit sich bringt, die er relativ gut beschreibt, nämlich, dass es halt etwas Unstoppbares ist, was von keiner zentralen Entity, ja, kontrolliert werden kann und auch nicht so einfach, gar nicht manipuliert, wäre ich vorsichtig, aber zumindest nicht so einfach manipuliert werden kann, zumindest nicht ohne einen Großteil der Netzwerkteilnehmer vorher abzuholen und gemeinsam zum Konsens darüber zu kommen, ob eine Veränderung, Manipulation, Weiterentwicklung entsprechend Sinn macht. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen entspricht Bitcoin schon seiner oder würde Bitcoin seiner Vorstellung entsprechen. Herr Kral? Ja, ich glaube, teilweise stimmt das, zumindest in der Grundanlage, dass die Kryptowährungen etwas sind, was die Politik nicht wird stoppen können. Ich glaube auch, die Kombination von Community und Public Domain in der Programmierung ist etwas, was der Staat nicht aufhalten kann. Die Transparenz kann er nicht aufhalten, die Anwendung im Netz kann er nicht aufhalten, sodass diese Bedingung erfüllt ist. Allerdings ist das, ich glaube, auch im Hayek'schen Sinn eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung. Auch die Limitierung auf 21 Millionen ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung. Die Kernaussage ist eigentlich, dass gutes Geld eine Wertaufbewahrungsfunktion haben muss. Und diese Wertaufbewahrungsfunktion kann nach meiner Überzeugung, wie gesagt, letztlich nur dadurch entstehen, dass auch ein Asset dahinter gestellt wird. Ich glaube also, wir werden an irgendeinem Punkt dazu kommen, dass man zum Beispiel eine goldgedeckte Kryptowährung hat. Da hätte ich persönlich sehr viel mehr Vertrauen als in die Frage der reinen Limitierung. Denn die eine Währung können Sie zwar limitieren, aber was hindert Sie denn, fünf andere Währungen daneben hinzustellen, die auch zwar alle limitiert sind, aber deren Zahl Sie nicht limitieren können. Und in dem Moment, wo es sozusagen diese Art von Notausgängen gibt, wird es auch immer die Möglichkeit geben, quasi die Begrenztheit der Ressource, die da ist, zu umgehen, wenn eben nicht ein Asset zugrunde gelegt werden muss, das eine natürliche Begrenzung hat und nicht einfach durch menschlichen Willen begrenzt wird. Also wir haben ja hier direkt mal zwei Aspekte, die angesprochen werden, die hier als kritisch gegenüber Bitcoin dargestellt werden, die man meines Erachtens relativ einfach widerlegen kann, aber da können wir ja gerne nochmal näher drauf einsteigen. Aber ich glaube, das scheint für mich auch zumindest die beiden Aspekte zu sein, wo wir nicht zu einem Konsens kommen, Herr Kral. Zumindest so wie ich es aushöre, zumindest noch nicht. Der eine Aspekt ist, dass Sie sagen, dass ein Asset hinter einer validen Währung stehen muss und der andere Aspekt ist die Begrenzung. Und gerade auf den Aspekt der Begrenzung, wo Sie sagen, okay, Bitcoin ist nicht begrenzt, oder zumindest wenn ich es richtig raushöre aus Ihrer Aussage, sagen Sie, Bitcoin ist nicht begrenzt, weil es beliebig kopiert werden kann. Und diesem Punkt muss ich vehement widersprechen, weil Bitcoin ist Bitcoin und Bitcoin kann als Bitcoin identifiziert werden und es gibt keine Möglichkeit, Bitcoin zu kopieren. Ja, es gibt jede Menge weitere Kryptowährungen da draußen, die haben allerdings andere Eigenschaften inne als Bitcoin. Diese Eigenschaften von Bitcoin bestehen nicht nur aus der Ledger, bestehen nicht nur aus dem
Proof of Work bestehen nicht nur aus der Community, sondern bestehen aus allem zusammen. Ja, es ist halt, also das Netzwerk, sagen wir mal, nicht Community. Es besteht halt aus allem zusammen und es ist ganz klar zu unterscheiden zwischen Bitcoin und zwischen Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Ethereum und wie auch immer. Sie haben ja sogar andere Namen, sie haben andere Ticker. Es ist hier eine ganz klare Unterscheidung vorzunehmen und diese Unterscheidung ist deswegen da, weil es andere Eigenschaften auch dahinter sind. Also komplett andere Eigenschaften, die dem zugrunde liegen. Also wenn wir uns halt Bitcoin anschauen und den wohl, würde ich momentan sagen, am nächsten gelegenen Konkurrenten Bitcoin Cash. Man sagt ja schon auch Konkurrenten. Es besteht halt hier einfach eine andere Situation, eine andere eine andere Grundlage, eine andere Eigenschaften bei Bitcoin Cash gegenüber Bitcoin. Unter anderem, dass halt deutlich weniger Hashpower vorhanden ist, unter anderem, dass das Netzwerk deutlich geringer ist, weniger Akzeptanzstellen, beziehungsweise weniger die Entitäten, die Bitcoin Cash als Zahlungsmittel entgegennehmen würden oder als Store of Value betrachten und so weiter. Deswegen kann ich das Argument nicht ganz nachvollziehen, aber eventuell möchten Sie noch mal näher darauf eingehen. Ja, also Konsens finde ich ja sowieso grundsätzlich was Schlechtes. Der Konsens tötet ja die Diskussion. Das ist ja die Krankheit unserer Zeit. Ja. Insofern bin ich froh, wenn Sie sagen, wir kommen da nicht zusammen. Das müssen wir auch gar nicht, weil sonst langweilen sich hier gleich die Zuschauer. Das ist mal das Allererste. Das Zweite ist, Sie haben natürlich recht, dass die einzelnen Währungen sich stark voneinander unterscheiden. Aber das ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass ich per se Kryptowährungen neu schöpfen und schaffen kann. Und wenn dem keine grundsätzliche Begrenzung in Form einer auch immer gearteten natürlichen Ressource entgegensteht, dann befürchte ich eben, dass man neue Arten von Inflation sehen könnte. Aber das entspricht ja genau. Bitcoin und die anderen sind was anderes und dann ist die Frage, wo stecken die Leute ihr Vertrauen rein? Ja. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es immer ein Problem ist, wenn eine Währung nicht in etwas anderes konvertierbar ist. Ja? Die Begrenztheit allein genügt nach meiner Überzeugung einfach nicht. Zumal es natürlich so ist, dass wenn Sie die Bitcoin, um sie ausgeben zu können, brauchen Sie natürlich eine gewisse Grundinfrastruktur, also nämlich das Netz. Ja, Sie brauchen funktionierende Netzinfrastrukturen, Sie brauchen funktionierende Rechner, Sie brauchen funktionierende Software. Und es gibt eine ganze Menge Situationen, wo Sie da vielleicht sich nicht darauf verlassen können, dass Sie das haben. Nehmen Sie großflächige Stromausfälle oder sonst was, gerade Situationen, die etwas kritisch sind, zivilisatorisch, dann ist das plötzlich nicht mehr verfügbar. Das heißt, es existiert noch irgendwo da draußen im Raum, aber Sie kommen nicht mehr dran. Das ist bei einem Asset wie beispielsweise Gold oder Silber was anderes. Und insofern glaube ich, zumindest die Konvertierbarkeit in ein zugrunde liegendes Asset, die scheint mir für den langfristigen Erfolg konstitutiv zu sein. Aber fairerweise muss ich auch konstatieren, wissen tun wir das ja wahrscheinlich beide nicht, sondern das ist etwas, was sich in den nächsten Jahren quasi per Experiment herausstellen wird. Das ist ja das Schöne am Markt. Wir müssen es gar nicht wissen. Der Markt wird es für uns herausfinden. Ja, und das ist ja das, was ich auch gerade noch sagen wollte. Ich meine, das Schöne ist ja, dass so viele Kryptowährungen, wie man möchte, schaffen kann, auch als Einzelperson, als Unternehmen, aber auch auf dieser Welt gesehen, wenn wir uns das anschauen, wahrscheinlich an Krypto-Tokens gibt es mittlerweile weit über Zehntausende. Viele sind ja gar nicht mehr gelistet auf coinmarketcap.com oder werden auch dort gar nicht gelistet. Aber Sie haben am Anfang es angesprochen, was Hayek ja auch sich gewünscht hat oder was in seiner Vorstellung ideal wäre, ist, dass wir einen Währungswettbewerb haben und oder einen Geldwettbewerb haben und ja. Dieser Wettbewerb ist natürlich auch dadurch gegeben, dass hier verschiedene Assets mit unterschiedlichen Eigenschaften auf einmal zutage kommen und der Markt sich halt dafür entscheiden kann, was ist für die Marktteilnehmer in der Situation das beste Asset für die jeweilige gegebene Situation, in der sich der Einzelne befindet. Also absolute Zustimmung. Das ist auch der Teil, von dem ich ja eingangs gesagt habe, das ist sozusagen das positiv schlagende Herz, warum ich da eine gewisse Hoffnung reinsetze. Also es ist nicht so, dass ich sozusagen da dismissive wäre gegenüber Kryptowährungen. Ich bin nur noch etwas vorsichtig und zurückhaltend. Und es ist natürlich auch so, dass ich werde ja sehr oft gefragt, ob ich Kryptowährungen empfehle und wenn ja, welche, dass ich da fairerweise sagen muss, da passe ich. Und zwar deswegen, weil mir im Moment vielleicht auch mangels der Tatsache, dass der Markt das noch nicht zur Verfügung gestellt hat, aber das analytische Rahmenwerk fehlt, um eine vernünftige Empfehlung und Entscheidung darüber geben zu können, welche Kryptowährung denn eigentlich wirklich die Eigenschaft hat, dass sie Zukunft hat. Und insofern bin ich da noch ein bisschen abwartend vorsichtig, weil ich sage, ich weiß es halt nicht besser als der Markt.
Ich könnte jetzt hier direkt wieder eingreifen, aber vielleicht mal zurück an den Moderator. Ich weiß nicht, wie du dir das vorgestellt hast. Ja, ja, na, gehen wir mal, na, gehen wir mal ein ganz bisschen auf den Grund, was macht denn ein gutes Geld aus? Sollte ein Geld sozusagen nicht portabel sein, dividierbar sein oder teilbar sein, vermischbar sein? Und vor allem zensurresistent sein. Vor allem, also wenn wir vor allem jetzt bedenken, okay, Gold, ich meine, ich weiß nicht, ich kann mir das nicht jetzt irgendwie vorstellen mit der Golddeckung, weil es braucht ja irgendwie wo ein Settlement Layer. Also irgendwas, was man sozusagen nach 10 Jahren, jetzt, wir haben vor kurzem das Jubiläum gefeiert von Bitcoin, und nach 10 Jahren so eine monetäre Evolution mitzubeobachten, finde ich schon einzigartig, als Wertanlage zunächst einmal, weil die monetäre Evolution ist ja Store of Value, Wertanlage, Medium of Exchange, Tauschmittel und dann Verrechnungseinheit. Wir sind jetzt noch und eine lange Zeit noch, viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, bleibt es noch eine Wertanlage. Aber es ist tatsächlich für jede Frau, jeden Mann zugänglich. Es ist offen, es ist zensurresistent. Ich möchte immer auf diese Eigenschaften wieder zurückkommen. Was macht wirklich ein gutes Geld aus? Vor allem, wenn es auch nicht nur dann aus der, also irgendwann einmal kommen wir dann aus der Inflation sogar raus. Es wird dann zu einem deflationären Geld. Das heißt, es wird immer mehr an Wert gewinnen. Vor allem, wenn man sich dieses Stock-to-Flow-Ratio anschaut, bei Gold ist es, ich glaube, wir haben zurzeit 185 oder 195.000 Tonnen an Gold, die bestehen, existieren und jedes Jahr kommen 1-2% oder vielleicht ein bisschen mehr dazu. Das heißt, und bei Bitcoin wird es in den nächsten Jahren, vor allem wenn dann die Halbierung der Belohnung an die Miners immer alle 4 Jahre reduziert wird, wird es dann auch keine Inflation mehr geben. Und alle 10 Minuten gibt es einen Block. Also es ist, sind bestimmte Eigenschaften, die wirklich in Stein gemeißelt sind bei Bitcoin. Und da frage ich, und ich bin halt ein Fan oder Befürworter, inwieweit können wir diese Symptome, diese Krisen, diese wahren schmerzlichen Prozesse, die wir gerade beobachten, symptomatisch eher behandeln oder wollen wir wirklich an der Wurzel behandeln? Ich fange da vielleicht mal ganz kurz an, weil ich würde da gerne auch an den Herrn Karl übergeben. Aber was ich ja faszinierend finde, ist, und ich glaube, da stimmen wir alle überein, dass unser aktuelles Finanzsystem, so wie es strukturiert ist, einfach auf Dauer nicht funktionieren kann und ein gewisses Ablaufdatum hat, auch wenn wir nicht wissen, wann es stattfindet oder wann es ist. Wobei ich glaube, Herr Kreil, Sie sagen ganz klar, es ist 2020 oder relativ sicher 2020. Ja. Ich finde es auch faszinierend, wie Sie auch die Symptome dieses Systems sehr genau beschreiben, vor allem halt auch das Entstehen von den Zombie-Unternehmen, was wirklich eine faszinierende Situation ist, die hier passiert. Und genau, mich würde wirklich mal interessieren, was Ihre Meinung auch dazu ist, was wir bräuchten, was eigentlich so das, was wäre das Ideale, die ideale nächste Situation, wie unser Finanzsystem funktionieren könnte, wenn das aktuelle System zusammenbricht. Weil nochmal das Gleiche wieder aufzubauen, wäre eventuell möglich, vermutlich eher nicht. Je mehr Leute sich wirklich dann mit der Frage beschäftigen, was ist denn eigentlich Geld? Deswegen würde mich interessieren, was denn Ihre Meinung dazu ist. Das geht ja genau auf die Frage ein. Ja, also ich glaube, man muss unterscheiden die Frage, was sind die Eigenschaften, die Geld haben soll und was sind die Probleme, die eigentlich unser Geldsystem hat. Und da ist es jetzt mal so, dass ich zunächst mal den kleinen Hinweis mir erlaube, dass diese ganze Zombie-Unternehmensfrage, die ja letzten Endes eine Fehlallokation von Ressourcen anzeigt, letzten Endes nicht auf meinem Mist gewachsen ist, sondern sie ist ein Sonderfall der von Misesischen monetären Konjunkturtheorie, also der österreichischen Schule, der von Misesischen Konjunkturtheorie der monetären. Und das wurde ja in den 20er Jahren schon entwickelt, nämlich dahingehend, dass von Mises gesagt hat, wenn ein Ungleichgewicht sich angestaut hat und die Geldpolitik versucht, das durch das Drucken von Geld zu akkommodieren, dann wird das letzten Endes zu einer Verschiebung der Krise führen. Und umso länger man diese Krise aufschiebt, umso größer wird sie, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann eine Krise ist, die das monetäre System selbst in der Weise betrifft, dass es nicht überleben kann. Und wir hatten ja nur in der Vergangenheit etliche monetäre Systeme, die alle auf dem Fiat-Geld beruht haben, die an dem gleichen Phänomen gescheitert sind. Insofern ist es auch so, dass ich überhaupt nicht nachvollziehen
nachvollziehen kann, warum weder die EZB noch die Öffentlichkeit, noch die allgemeine breite Öffentlichkeit verstanden hat, dass das, was wir da tun, gerade gar kein Experiment ist. Ein Experiment ist nämlich etwas, was ich starte und wo ich mangels früherer Erfahrung gar nicht weiß, wo es mich hinführt. Das ist aber in unserer aktuellen Situation überhaupt nicht der Fall. Wir haben dieses Experiment nämlich schon ein paar hundert Mal gemacht in der Menschheitsgeschichte. Und zwar mit jeweils identischem Ausgang der Zerstörung des Geldsystems. Und das führt nicht eigentlich zu dem Punkt, dass ich sage, der wichtigste oder fast der wichtigste Satz, den Sie vorhin zitiert haben von Hayek, ist, dass man das Geld nicht der Politik anvertrauen darf. Wir werden kein gutes Geld haben, solange wir es der Politik nicht aus ihren Händen winden. Und da sehe ich natürlich die Krise, die die Politik selbst mit ihrer geldtheoretischen und geldpolitischen Inkompetenz jetzt gerade heraufbeschwört, durchaus auch als eine große Chance. Und ich glaube, die 10 Jahre Kryptowährungen, die wir jetzt hinter uns haben, das wird nicht nochmal 30, 40, 50 Jahre dauern, bis sich das so sortiert hat und wir wissen, was der Markt als Gewinner identifiziert. Das wird bei weitem nicht nochmal so lange dauern, sondern das ist einfach so, dass ich glaube, der Kryptowährung, was damit zu tun hat, dass das Misstrauen, und zwar das berechtigte Misstrauen der Menschen gegenüber den klassischen Fiat-Währungen, das mit antreibt, nicht das Einzige, aber mit antreibt. Und B, dass die Krise natürlich dazu führt, dass der Markt eine Entscheidung erzwingt. Und diese Entscheidung wird sich dann relativ schnell herauskristallisieren. In dem Moment, wo das existierende System als gescheitert angesehen wird, werden die Menschen ja mit irgendwas bezahlen müssen. Da ist allerdings so, dass, wenn wir mal abstrahieren von der Frage der Wertaufbewahrungsfunktion und der Überlegung, ob jetzt ein Asset dahinter liegen muss oder nicht, da sehe ich im Moment noch erhebliche Defizite bei der Bitcoin, weil einfach die Menge der Transaktionen, die durchgeführt wird und durchgeführt werden kann, aus unterschiedlichsten Gründen im Moment noch zu klein ist, um als Massenzahlungs- und Massenzahlungsverkehrsmittel zu dienen. Also da muss man sich noch gewaltig was einfallen lassen. Aber ich halte es auch für klar, dass ein Teil der Bewegung in die Bitcoin hinein eine Fluchtbewegung aus der Fiat-Währung ist und damit ein Marktsignal gegeben wird, das den Verlauf der Krise ein Stück weit auch vorwegnimmt. Und insofern glaube ich nicht, dass wir noch 30, 40 Jahre warten müssen, wie unser Gastgeber gerade vielleicht ahnungsvoll vermutet hat, sondern dass das sehr viel schneller geht. Das heißt, ich höre auch so ein bisschen raus, dass Sie es für unwahrscheinlich halten, dass wir bei einem folgenden Finanzsystem nochmal die Möglichkeit haben, eine Fiat-Währung oder nochmal die Möglichkeit haben, Fiat-Währungen aufzusetzen, sondern es eher zu alternativen Lösungen hingeht, wie zum Beispiel Gold oder E-Gold. Ja, also ich gehe eigentlich davon aus, dass es auch dann einen Währungswettbewerb geben wird. Ich glaube auch, dass der Währungswettbewerb verschiedene Formen annehmen wird. Er wird zunächst mal eine Form von Währungswettbewerb wiederhergestellt werden, die wir bis 1999 hatten, nämlich innerhalb Europas zwischen den nationalen Währungen, die es dann wieder geben wird. Und dann werden einige von denen werden sich auch als Kryptowährungen organisieren. Einige von denen werden mit und eine andere ohne Golddeckung sein. Es wird also dann ganz wild rumexperimentiert werden. Und wir werden sehen, dass innerhalb von wenigen Quartalen, allerhöchstens 1-2 Jahren, der Markt herausfinden wird, welcher Lösung die Menschen dann am Ende wirklich vertrauen. In den letzten Wochen, Monaten und Jahren haben ja verschiedenste Zentralbanken, ob das jetzt die russischen, chinesischen oder was auch immer Zentralbanken, unglaubliche Mengen an Gold auch angehäuft. Ja. Wenn Sie mal ein bisschen, wir zu dritt jetzt mal zurückzoomen, geopolitisch und was sich da auch zurzeit abspielt, Handelskriege oder deklarierte Währungskriege eigentlich, würden Sie sagen, dass die Einführung, also rein theoretisch, hypothetisch, wenn, sagen wir mal, eine große Nation, weiß nicht, wie China oder Russland, den Goldstandard wieder einführen würde, würden Sie meinen, dass das Bitcoin damit dann obsolet wäre? Also sagen die größte Konkurrenz für Bitcoin, der Gold, die Einführung des Gold, so wie für 1914, also wirklich ein klarer Goldstandard? Also zunächst mal glaube ich, dass die Einführung eines Goldstandards nach einer Krise des Fiat-Geldes, die Größe annimmt, die wir jetzt sehen werden in Bälde, fast unvermeidbar ist. Ich glaube auch, dass sich in den Zentralbanken mittlerweile auch weitgehend die Einsicht durchgesetzt hat, dass es auf irgendeine Form von Goldstandard hinausläuft. Und insofern denke ich, dass wir da quasi ein Zurück zu den Wurzeln bekommen, weil wir hatten ja schon mal einen staatlich organisierten Goldstandard. Aber der Goldstandard international kann nicht funktionieren, wenn nur ein Land ihn erklärt.
Das hat man ja bei den USA schon gesehen. Wenn ein Land den Goldstandard garantiert, dann führt das dazu, dass relativ schnell Goldabflüsse aus diesem Land stattfinden. Und das war ja auch der Grund, die Reduktion der Goldvorräte der USA von 20.000 auf 8.000 Tonnen Gold bis 1973, dass Präsident Nixon damals die Reißleine gezogen hat und gesagt hat, wir tauschen es jetzt nicht mehr um. Vorher haben Deutschland und Frankreich sich zum Glück noch möglichst viel umgetauscht. Aber diese Frage, die wird nicht von einem Einzelland entschieden. Aber ich sehe auch, beobachte auch das, was Sie gerade gesagt haben, nämlich, dass wir eine ganze Reihe von Zentralbanken haben, die sich darauf einstellen. Die Zentralbanken waren 2018 Nettokäufer mit 650 oder 653 Tonnen Gold. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich noch mehr. Russland ist heute schon in der Lage, eine goldgedeckte Währung zu erklären. Ich glaube, darauf wird es am Ende hinauslaufen, zumindest als eine Komponente. Und dann werden wir allerdings in dem Übergang vom aktuellen scheiternden Fiat-Geld zu einer goldgedeckten Währung, werden wir eine Phase extremer Unsicherheit und auch das Chaos sehen. Und in diesem Chaos suchen sich die Menschen in der Regel das, was sie gerade für richtig und praktikabel halten. Und das wird sicher auch so sein, dass da Kryptowährungen dabei sind. Ja, Daniel, wolltest du noch was dazu sagen? Also ich meine, ich stimme dem fast vollkommen zu. Es gibt vielleicht einen Aspekt, wo ich sagen würde, da stimme ich nicht ganz zu, aber das ist natürlich auch eine persönliche Meinung hier. Und zwar glaube ich nicht, dass, ich meine, Saifedean, du hast es ja gehört auf der VOB-Konferenz, da sagt ja auch, der größte Konkurrent für Bitcoin ist quasi die Einführung des Goldstandards, oder beziehungsweise hätten wir einen Goldstandard, wäre Bitcoin nicht erfunden worden. Vermutlich, wenn wir einen Goldstandard noch hätten, dann wäre Bitcoin nicht erfunden worden. Damit würde ich auch zustimmen, damit würde ich voll und ganz zustimmen. Ich glaube auch heutzutage ist tatsächlich Goldstandard keine Konkurrenz mehr für Bitcoin. Und zwar aus dem Grund, dass es für mich persönlich, also ich persönlich, wenn ich mich frage, was ist für mich das beste Geld, ist für mich Gold kein gutes Geld, weil es für mich schwer aufzubewahren ist. Und es ist für mich sehr schwer, die Kontrolle über mein Geld zu haben. Also ich bin sehr schnell in der Situation, wo ich halt dritten, vierten, fünften vertrauen muss, um mit Gold vernünftig zu agieren. Also nehmen wir nur mal das Beispiel, ich habe einen Freund in Australien sitzen und ich möchte diesem Freund Geld schicken und gehen wir mal davon aus, irgendwie ist die ganze Welt funktioniert irgendwie auf Goldstandard, zwar mit unterschiedlichen Währungen, wie auch immer, im Endeffekt sind das ja auch nur Zertifikate für Gold sozusagen, ja? Also für Gold, was irgendwo liegt. Und wenn ich jetzt Gold nach Australien schicke, dann muss ja irgendwie dieses Gold gesettelt werden. Und da merken wir auch schon, wir kommen hin zu einer Situation, wo halt ein Goldstandard relativ schnell zur Zentralisierung führen würde. Ich meine, der Grund, warum Zentralbanken ja eigentlich entstanden sind, ist, dass sie halt ein Settlement für die Geschäftsbanken, also ein Settlement-Layer für die Geschäftsbanken geboten haben, wo halt die Geschäftsbanken ein Konto haben konnten, um halt entsprechend ihre Bestände an Gold miteinander austauschen zu können. Ja, weil ansonsten hätte man halt das Gold ständig physisch durch die Gegend karren müssen. In dem Fall wurde halt ein Teil der Goldeigentümer, des Goldeigentums, was bei Banken gelagert wurde, entsprechend zur Zentralbank gebracht und bei der Zentralbank halt entsprechend dann als Settlement verwendet zwischen den Interbankengeschäften. Wenn wir jetzt nochmal das Ganze global betrachten, dann führt das natürlich auch dazu, dass wir halt, wenn wir Gold effizient verwenden wollen, auch ein globales Settlement-Layer brauchen, was wir auch gesehen haben, was ja auch in den USA oder mit den USA und dem US-Dollar entstanden ist als globales Settlement-Layer für Gold, also indirekt, aber auch da dieses Problem entstanden ist. Das heißt, wir haben, sobald wir physisches in einer hypervernetzten Welt und digitalen Welt, in der wir heute leben, wenn wir dort mit einem physischen Asset anfangen, wiederum ein Geldsystem aufzubauen, dann vermute ich sehr stark, dass wir wiederum zur Zentralisierung gelanden und die gleichen Fehler machen wie vorher und ein Fiat-System auch unausweichlich ist, weil früher oder später halt einfach der Reiz, ein Fiat-System oder den Goldstandard wieder abzulösen und ein Fiat-System zurückzukommen, einfach viel zu groß ist und auch viel zu einfach umzusetzen ist. Und vor allem, ich kann ja Gold nicht über Leitungen oder Drähte senden. Das genau. Zum einen und zum anderen, wir haben ja Bitcoin ein komplettes, transparentes Audit. Also wir sehen in live, wie viele Bitcoins, wie viele alle 10 Minuten entstehen. Und also ich meine, so eine Transparenz. Und ich wollte Sie fragen, ich meine, haben Sie ein bisschen die Posts oder die Mainstream-News ein bisschen mitbekommen über die Statements von Trump oder
der Chairman, ja, haben Sie ja, Chairman von Federal Reserve, der selber ja in dieser Anhörung sagt, ja, es ist eine Wertanlage, es ist ein Store of Value, wenn auch eine spekulative Wertanlage. Und Trump kommt dann raus einen Tag später oder am gleichen Tag und sagt, na, also ich bin jetzt kein Fan von Bitcoin, und ein paar Tage später sagt ein Kongressabgeordneter, es gibt keine Kapazitäten, Bitcoin jemals zu stoppen. Nicht einmal China konnte das tun. Und selbst im Iran, ja, sagen dann die offiziellen Leute, Bitcoin ist nicht zu stoppen, es ist unaufhaltsam. Wie sehen Sie das? Ich glaube, Bitcoin ist dann nicht zu stoppen, wenn die Leute da Vertrauen drin haben. Ich würde aber gerne noch ein, zwei Sätze sagen zu der Überlegung, warum der Goldstandard nicht praktikabel sein soll, wenn ich Geld von Deutschland nach Australien übertrage. Das ist, wenn ich das ein bisschen drastisch formulieren darf, ein bisschen eine naive Vorstellung. Im Goldstandard funktioniert alles technisch, was auch im Fiat-Geldstandard funktioniert. Also der Transfer von Geld funktioniert im Goldstandard genauso. Alles, was erforderlich ist, ist eine Zentralstelle, wo man gesamtstaatliche Defizite und Überschüsse dann durch das Verschieben von ein paar Goldbarren von einem Keller in den nächsten ausgleicht, um so den Preis des oberen Goldpunkts möglichst günstig zu halten. Also das ist, man kann also, da man eben Gold auch in Zertifikate umwandeln kann, kann man das vollkommen genauso machen wie mit Fiat-Geld. Der einzige Unterschied ist, dass eben der Zentralbank die Hände gebunden sind bei der Schaffung von Geld. Sie kann einfach nicht hergehen und sagen, ich schaffe beliebig viele Banknoten. Banknoten gab es im Kaiserreich bis 1914, als wir Goldstandard ja hatten, genauso. Es gab eine 20 Reichsmark Banknote und es gab eine 20 Reichsmark Münze. Und die waren einfach 1:1 ineinander konvertibel. Und alles, was an Technologie damals für Zahlungsverkehr existierte, war für Gold wie für die Banknoten 1:1 übersetzbar. Jetzt haben wir heute sehr viel mehr Möglichkeiten. Das kann man genau 1:1 anwenden. Also das ist absolut nicht das Problem. Ich glaube, dass die Zentralbanken sich über die Konkurrenz natürlich sowohl durch das Gold als auch durch die Bitcoin völlig im Klaren sind. Und ich glaube auch, dass es letzten Endes nicht wirklich gestoppt werden kann von den Zentralbanken und der Politik. Und das ist ja auch der Grund, warum ich da so viele Hoffnungen reinsetze. Es muss sich ja noch nicht mal klar sein, dass es sich durchsetzt, schon gar nicht monopolistisch durchsetzt. Es genügt ja schon, damit es Nutzen stiftet im Sinne des libertären Gedankens, dass es das unselige Fiat-Geldmonopol zerstört. Denn dieses Fiat-Geldmonopol ist nichts anderes als ein Vehikel der Beraubung. Und diese Beraubung wird ihrer Möglichkeiten entkleidet in dem Moment, wo die Menschen Ausweichmöglichkeiten haben. Und beim Gold hat man in den 30er Jahren das ja schon mal gesehen, da hat man dann den Goldbesitz verboten in einigen Ländern. Aber man hat es natürlich trotzdem nicht in den Griff gebracht, weil die Menschen natürlich die Möglichkeit haben, ihr Gold im Ausland liegen zu lassen und trotzdem damit zu bezahlen. Das wird auch in der Zukunft so sein. Also die Möglichkeiten, tatsächlich ein Scheitern des Fiat-Geldsystems gegen den Markt und gegen gegen den Bürger auf Dauer durchzusetzen, die halte ich für begrenzt. Zumal es jetzt, wie gesagt, ja mehr als nur eine Alternative gibt. Insofern, Gold gibt es schon immer als Alternative. Jetzt kommt Kryptowährung als Alternative dazu. Möglicherweise liegt die mächtigste Waffe gegen die Fiat-Währung in der Kombination von beiden. Also ich würde persönlich jetzt noch hinzufügen, dass Kryptowährungen würde ich jetzt tatsächlich nicht verallgemeinern, sondern ich persönlich würde hier nur sagen, wir haben hier nur eine Alternative im Kryptobereich und das ist Bitcoin. Also andere Kryptowährungen würde ich hier definitiv nicht als Alternative zu Gold hinzuzählen. Würden Sie sagen, ich glaube, es hat einmal irgendwo eine Abhandlung gegeben von Mises oder Rothbard. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, einer von diesen Austrian Economists. Er meinte, dass, gut, damals, da hat es kein Bitcoin gegeben, aber also die Diskussion ging, da ging es darüber, dass Gold ja eine Art, einen Wert auch hat, weil es einen industriellen Gebrauch hat. Also, oder auch als Schmuckstücke oder im industriellen Gebrauch, würde angenommen es, wir würden eine Möglichkeit finden, in kürzeren Abständen mehr Gold zu produzieren. Auf welche Art und Weise? Dann hätten wir auch sozusagen, dann würde diese relative Knappheit des Goldes dann aufgeweicht werden. Weil ja. Bitcoin hat eine absolute Knappheit. Ja, den Vorgang, den hatten wir ja schon mal. Als Amerika entdeckt worden ist und die Spanier Südamerika erobert haben, hat sich die Goldmenge in Europa innerhalb kurzer Zeit vervielfacht. Das hat dann schlicht zu einem inflationären Schub geführt. Das war ja einer der Gründe,
warum Spanien auch ein paar Mal pleite gemacht hat, trotz seines Goldreichtums, weil der inflationäre Schub dafür gesorgt hat, dass man trotz des zufließenden Geldes oder vielleicht wegen des zufließenden Geldes über seine Verhältnisse gelebt hat. Das heißt also, die Situation, was passiert, wenn jetzt quasi die Kosten der Goldproduktion plötzlich fallen oder da ein Angebot auf den Markt kommt, das höher ist als das, was das System bisher gewohnt war. Das kann man historisch an diesem Beispiel wunderbar studieren. Das ist keine historisch einmalige Situation. Trotzdem hat dieser Zufluss an Gold nicht dazu geführt, dass das Gold als Zahlungsmittel ausgehebelt worden ist. Ich glaube, das würde nur passieren, wenn irgendwo solche Mengen an Gold gefunden werden würden, dass die Knappheit generell einfach weg wäre. Damit ist aber aus unterschiedlichsten Gründen nicht zu rechnen. Also, sowohl geologischen als auch physikalischen Überlegungen heraus nicht zu rechnen. Es gibt zwar Theorien, dass im Erdkern ungeheure Mengen davon da sind, aber ist halt schwer ranzukommen. Ja? Das heißt also, insofern glaube ich nicht, dass das eine fundamentale Neuadjustierung der Wettbewerbsfähigkeit des Währungssystems als solches bedeuten würde. Herr Kral, Sie sind ja Autor mehrere Bücher oder auch Co-Autoren, Co-Autor auch mehrere Bücher. Das ist das letzte Buch, das Sie veröffentlicht haben, oder? Wenn Schwarz, ja. Genau. Können Sie da ein bisschen kurz rekapitulieren oder zusammenfassen? Worum geht es da? Also, was ist die Essenz Ihrer Botschaft in dem Buch? Also die Botschaft ist eigentlich zweifach. Das eine ist die grundsätzliche Frage, warum stolpern wir eigentlich als Gesellschaft in so systemische Risikosituationen hinein, wie sie im Moment von der Geldpolitik produziert werden. Und die Antwort auf diese Frage lautet, unsere Risikoaversion ist schuld daran. Weil unsere Risikoaversion dazu führt, dass wir die Politik durch Wahlen dazu mandatieren, alle unschönen Volatilitäten und alle Risiken von uns fernzuhalten und dass dieser Versuch, die Risiken von uns fernzuhalten, indem wir sie in aller Regel mit gewaltigen Mengen geliehenen oder frisch gedruckten Geldes übertünchen, Ungleichgewichte ansparen. Und zwar deswegen, weil die Volatilität, die wir vermeiden wollen, letzten Endes der Ausdruck von Irrtum ist. Warum geht ein Aktienkurs nach unten? Weil irgendjemand eine falsche Entscheidung in einem Unternehmen getroffen hat. Ja, Markt falsch eingeschätzt, Produktion falsch geplant, sonst was. Aber der Irrtum ist die Rückseite des Versuches. Und Versuch und Irrtum sind der notwendige Motor des Fortschrittes. Wenn ich also die Volatilität nicht will, dann muss ich den Irrtum verbieten. Und wenn ich den Irrtum nicht will, muss ich den Versuch verbieten. Und dieses Aushebeln von Versuch und Irrtum zerstört die Lernfähigkeit sozialer Organismen. Im Grunde genommen sind unsere sozialen Strukturen Ökosysteme, hochkomplex, die nur durch evolutionäre Prozesse lernen können. Das ist im Grunde genommen ein Klassiker der österreichischen Schule, wenn Sie so wollen. Und wenn wir diese evolutionären Prozesse aushebeln, dann schaffen wir die Risiken nicht ab, sondern wir akkumulieren sie. Ja, wir schaffen Ungleichgewichte, die sich dadurch aufstauen, dass wir dem System Informationen entziehen oder es daran hindern, neue Informationen zu gewinnen, die es in einer sich wandelnden Welt eben braucht. Und das habe ich an mehreren Beispielen erläutert, nicht nur im Geldsystem, sondern eben auch an Dingen wie dem Parteiensystem oder der Aktiengesellschaft, die auch durch ihre Trennung von Eigentum und Kontrolle geeignet ist, ähnliche Mechanismen auszulösen, ähnliche Governance-Probleme auszulösen. Aber im Wesentlichen geht es mir natürlich schon um die Frage, warum unser Geldsystem mit diesem Mechanismus der Risikounterdrückung letzten Endes zum Entgleisen verurteilt ist. Ich glaube, das ist viele schöne Beispiele und ich glaube auch ein spannender Aspekt, wenn wir auch von Informationenvorenthaltung sprechen, ist sicherlich der, dass wir in unserer Gesellschaft viel zu wenig darüber aufgeklärt werden und auch viel zu wenig die Frage stellen und auch Antworten darauf haben in der allgemeinen Bildung, was eigentlich Geld ist. Und dies auch uns selbst auch immer wieder stellen, diese Frage, was ist denn eigentlich Geld? Wofür brauche ich eigentlich Geld? Wie entsteht eigentlich Geld? Wohin wandert Geld? Das sind so diese elementaren Fragen, die sich der Durchschnittsbürger ja nicht mal stellt. Und da stimmen Sie mir wahrscheinlich zu, Herr Kral, aber das finde ich eine spannende Sache, mit Kryptowährungen, nicht mit Bitcoin, sondern mit Kryptowährungen allgemein, muss man sich, also wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, muss man sich diese Frage des, was ist denn eigentlich Geld, wie entsteht eigentlich Geld, wie funktioniert Geld im Kern, tatsächlich auseinandersetzen, um fundierte Entscheidungen treffen zu können in dem Zusammenhang und zumindest einigermaßen vorherzusehen, wie sich denn vermutlich der Markt entscheiden wird, vorausgesetzt eine Aufklärung zu dem Thema findet statt. Oder zum gewissen Grad halt statt. Ne? Ja, also stimme ich absolut zu. Ich glaube, man kann sogar sagen,
dass das Geldsystem, die Matrix ist, durch die wir uns bewegen, ohne dass wir das merken. Ja, regelmäßig sagen die Leute zu mir, ja, so viel über das Geldsystem zu hören ist, als hätte ich die rote Pille genommen. Das ist, glaube ich, eigentlich eine klassische Darstellung des Phänomens. Ja? Die Leute, Henry Ford hat mal gesagt, wenn die Leute wüssten, wie das Geldsystem funktioniert, hätten wir morgen eine Revolution. Das war damals wahr und es ist heute immer noch wahr. Weil den Leuten natürlich nicht klar ist, über welche verborgenen Wege ihnen das Geld mit diesem manipulativen Geldsystem, das wir haben, aus der Tasche gezogen wird. Mhm. Und da können sich auch gar nicht alle mit befassen. Erstens ist es kompliziert, es ist komplex. Und zweitens ist es so, dass die Menschen ja auch noch was anderes zu tun haben, als sich mit dem Geldsystem zu befassen. Und wenn diejenigen, die eigentlich hauptberuflich damit beauftragt sind, sich damit zu befassen, Teil einer Gruppe sind, die sich in den Kopf gesetzt hat, das Geldsystem eigentlich einzusetzen, um den Bürger zu berauben über Inflation, dann haben wir natürlich ein gesellschaftliches Problem, und zwar eins mit Sprengkraft. Und ja, bei Zentralbanken geht es ja nicht um eine Beraubung, zumindest sagen Sie das. Ne? Also ich meine, ja, da kann man jetzt unterschiedlichster Meinung drüber sein. Ich glaube, wenn eine Zentralbank sagt, wir wollen 2% Inflation erreichen als Zielinflation, das dann auch noch fälschlich als Geldstabilität uns verkauft, dann bedeutet es nichts anderes als die Aussage, wir sind berechtigt zum Erreichen unserer politischen Ziele, euer 2% des Wertes, euren nominalen Vermögenswert im Jahr abzuknöpfen, egal ob ihr das wollt oder nicht. Das ist also nach libertärer österreichischer Schule nichts anderes als eine Form der Beraubung. Und das muss man auch beim Namen nennen des Kindes, sonst kapieren es die Leute nicht. Ja. Finde ich gut. Finde ich gut. Ich glaube, wir sind uns, was das aktuelle Finanzsystem angeht, ziemlich einig. Ja. Ich bin auch ein großer Fan Ihrer Bücher, muss ich sagen. Danke. Vielleicht, ich weiß nicht, wenn du zustimmst, wollen wir uns nochmal, also ich meine, als Moderator triffst du ja die Entscheidung, aber wollen wir uns nochmal so ein bisschen auf die Diskussion Gold versus Bitcoin konzentrieren, weil ich glaube, hier haben wir den geringsten Konsens. Könnte die Diskussion spannend werden. Ja, gerne. Ich wollte nur kurz sagen, das Prinzip oder die Vision von Pseudonymen Satoshi Nakamoto war ja auch letztendlich für Bitcoin die Separation von Geld und Staat, beziehungsweise Geld, Staat, Regierung, also versus Staat, Regierung, beziehungsweise Klammer Zentralbank in Kollusion oder im Bett mit Zentralbanken. Und ich wollte eben nur nochmal diese Intransparenz und die komplette Zentralisierung nochmal ansprechen. Beginnen bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich mit der belegbaren kriminellen Geschichte, auch im eben Gold-Settlement, Nazi-Gold und so weiter, bis hin zu internationale Währungsfonds und Zentralbanken, die Kreditexpansion, die Nullzinspolitik. Also da ist so eine gewaltige Intransparenz und Zentralisierung. Und da frage ich mich manchmal, ist es wirklich so komplex, dass die Menschen das nicht verstehen sollen? Oder verpackt man das Schachtel in Schachtel in Schachtel, sodass man überhaupt da nicht mehr hinein? Deshalb ist mir so die Wurzeln dieser ganzen ausufernden Symptome und Schmerzen und Leidensdruck-Geschichten wirklich so wichtig, vor allem auch, um die Leute dort abzuholen, wo sie sind. Ja, weil Bitcoin, also ich glaube, Daniel würde mir da auch zustimmen, erst durch Bitcoin bin ich erst zum Wesen, zur Essenz des Geldes gekommen oder mich überhaupt zum ersten Mal mit dem Wesen, mit der Geschichte des Geldes beschäftigt, mit Zentralbanken oder eben mit Austrian Economics. Wie haben Sie da irgendwie, habt ihr beide da irgendwie eine kurze Stellungnahme dazu? Ich fange gleich mal kurz an dazu. Bitte, ganz kurz. Ja, und zwar, ich kann dir voll und ganz zustimmen. Ich kenne sehr, sehr viele Leute, denen es so geht. Mir persönlich ging es nicht so. Ich habe mich halt tatsächlich vorher schon mit dem Finanzsystem beschäftigt, habe meine Arbeit über alternative Währungssysteme geschrieben. Damals mich sehr intensiv, vor allem mit Schwundgeld. Also genau im Gegenteil. Also Silvio Gesell, der Implementation in Burgle und das verglichen mit dem Chiemgauer beschäftigt, bevor ich zu Bitcoin gekommen bin. Aber ich muss sagen, ich kenne sehr, sehr viele Leute, die aufgrund von Bitcoin angefangen haben, sich mit der Natur des Geldes zu beschäftigen. Und das finde ich eine wahnsinnig faszinierende Geschichte. Und auf der Konferenz, die ja Anfang Juni stattgefunden hatte, war ja auch ein Vertreter der Fed. Und er sagte, was er faszinierend findet, ist tatsächlich, dass halt Bitcoin eine Art Renaissance in der Geldforschung, in der Geldtheorieforschung halt quasi hervorbringt. Und die Inhalte, die er dort auf der Konferenz gehört hatte, haben ihn wirklich, wirklich wahnsinnig fasziniert. Und würde ich sagen, unterstützt hier, also ich würde deine These hier ganz klar unterstützen auf Basis meiner Erfahrungen und dem, was ich gehört habe. Ja, da haben wir auch keinen Dissens. Das ist eigentlich auch meine Auffassung. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass die Bitcoin
speziell die Bitcoin, aber auch Kryptowährungen und die Blockchain-Frage insgesamt, sowas wie ein aufklärerisches Moment hereingebracht hat. Im Sinne von Kant, habe den Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. Im Grunde genommen haben die meisten Menschen bis zu dem Zeitpunkt immer gesagt, was interessiert mich das, dass ja, es gibt Inflation, ja, es gibt das und es gibt jenes und ich kriege da irgendwie was abgenommen, aber am Ende geht es auf. Ja, das war so ein bisschen eine, ich will mich nicht kümmern und ich will nicht nachdenken müssen, Attitüde. Und das ist in den letzten 10 Jahren aufgebrochen worden, wobei ich glaube, dass es ein Wechselspiel ist. Ich glaube, dass einerseits die Bitcoin dazu einen Beitrag geleistet hat, und zwar deswegen, weil sie plötzlich einen Rahmen abgegeben hat, der einen Gestaltungsmoment eingeführt hat, das den Leuten vorher überhaupt nicht klar war. Denn bis dahin gab es zwar auch die Idee vom Währungswettbewerb, aber die einzige Dimension dieses Währungswettbewerbs war, was ist denn das Asset, auf das sich die Bank, die Banknoten ausgibt, setzen sollte? Ist es Gold? Sind es Aktien? Ist es Grund und Boden? Was ist es denn? Das war ja eigentlich, mehr Dimensionen gab es nicht. Und jetzt plötzlich gibt es noch eine völlig fundamental andere Dimension, nämlich das Handling im Grunde genommen, dieser Art von Geld. Und das hat im Grunde genommen dazu geführt, dass man nochmal wirklich ganz neu über die Geldtheorie nachdenken musste, dass man aus seiner Denkfaulheit rausgerüttelt worden ist und dass dann gleichzeitig durch die Finanzkrise die Leute im Prinzip den Impuls bekommen haben zu sagen, naja, so ganz egal scheint es ja wohl nicht zu sein, was ich darüber denke und was wir da machen. Ja? Und insofern ist das, glaube ich, ein guter Motor. Ich muss einen kleinen Hinweis geben, dass ich leider um 15.50 Uhr limitiert bin. Ich kann da höchstens noch 2 Minuten dranhängen vom Zeitlichen her. Ich bekomme gerade einen kleinen Hinweis von unserer Rezeption. Ja, na, wollen wir dann noch, also okay, wenn es um Gold und Bitcoin geht, nochmal was wäre deine Frage gewesen, Daniel? Nee, also meine Frage wäre jetzt nicht gewesen, dass wir irgendwie Bitcoin nochmal auf ein spezielles Thema eingehen, sondern ich würde halt einfach ganz gerne auch Herr Kralls Kritik und Sorgen beim Bitcoin verstehen. Vor allem natürlich diese Idee, dass Geld eine Art, wie soll man sagen, einen zusätzlichen Wert haben muss, also quasi zusätzlich zum Beispiel einen industriellen Wert haben muss. Das, was ich für nicht notwendig halte aus verschiedenen Gründen, wäre ich natürlich sehr gerne darauf eingegangen, aber ich glaube, das ist jetzt aufgrund der aktuellen Zeitsituation nicht so ohne weiteres möglich. Aber wir können da gerne mal eine zweite Debatte drüber aufsetzen. Ja, das wäre sehr nett. Sehr, sehr gerne. Ja, würde mich sehr freuen. Na gut, Herr Kral, Daniel, herzlichen Dank für die Zeit. Auch vielen Dank. Und war wirklich sehr befruchtend. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja. Super, danke. Ciao, ciao. Tschüss.